Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, ich habe hier so ein bisschen noch mit der Wand rumprobiert. Ich hätte vielleicht eine Lösung, aber da kommen wir dann später dazu. Also, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier so das Überschussgebämsel zu bauen. Und da werden wir heute weitermachen, dass wir das Ganze endlich mal fertig angeschlossen kriegen und auch drüben die Eisenfabrik weiter verarbeiten können, bearbeiten können. So rum war es. Ja. Da fehlt noch hier das Gedönse hier. Können wir eigentlich auch gleich den nächsten setzen. Hau doch mal ab, ey. Mensch, Junge. Also, wir müssen mal kurz Tierchen vermöbeln. Hallo? Warum rennst du nicht? Shit, ich glaube, der hängt fest. Ja, den kloppen wir mal klein. Kann nur ein bisschen dauern. So, jetzt müssen wir warten, bis der despawned ist, dass wir hier mal ein bisschen bauen können. Ah, es geht schon. Da einer hin. Da einer hin. Und dann kommt der nächste dahin. Ja, hau doch mal ab, ey. So, den können wir auch schon gleich anschließen. Zack. So, weil das ist ja die letzte Leitung dann. Genau. So, das heißt, den... Oh. Den können wir auf Überschuss stellen. Der steht auf Überschuss, okay. Den stellen wir auf Überschuss. Und den auch gleich auf Überschuss. Und den natürlich auch gleich auf Überschuss. Und der ist noch nicht eingestellt, den lassen wir erstmal. So, das heißt, wir müssen nochmal da hoch. Ist im Moment noch ein bisschen umständlich, da werden wir uns ein Treppenhaus bauen. Müssen wir mal gucken. Überschuss. Hatte mir gesagt, wir bauen die... hier das Gedöns. Wo haben wir denn? Das Schredder würde ich ganz gern auf der Straße platzieren. Geht das weiter nach hinten? Das wäre dann so. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da wo rauskommen. Ist der, passt das rein zufällig? Wahrscheinlich nicht. Nee, der hätte noch ein Ohr. Das ist auch blöd. Warum geht der so breit nach außen, dass den... Naja, gut, okay. Gut. Das heißt, wir machen hier jetzt das Ganze so. Ja, richtig oder habe ich einen Denkfehler? Nee, ist richtig. Ja, wie abgezählt hier. Das sind ja schon 10 Stück. Passt ja. Geil. So, das bauen wir uns nämlich so, weil hier können wir dann in Zukunft auf MK3 lassen. Weil hier werden ja keine 1000 Artikel pro Sekunde durchlaufen. Aber umso mehr wir uns anschließen, umso mehr wird er auch zusammenkommen. Werden wir dann, jetzt geht gerade nur MK3, aber wir werden späterhin dann hier den Hauptweg, den Gang, kommt halt immer das größte Förderband, was wir haben. Und da wir jetzt eh schon massig Überschuss haben, läuft das jetzt erstmal langsam durch. Ja klar, ne? Aber so würde ich das handhaben und vielleicht nicht mehr wie 10 Stück. Ist halt die Frage, wie viel machen wir da unten noch hin, wenn es 15 Stück sind. Oder, warte mal, 10 ist der, 11, 12, 13. Ja, das wird ja auch noch gehen. Dass man uns eine Reihe an einen Schredder dran setzt. Den anderen Schredder könnten wir dann rein theoretisch so rumsetzen. Wobei ich gerade schon sehe, das mit dem Schredder gefällt mir so nett.
Den müssen wir nochmal umplatzieren. Oder wir setzen den... Ah, wartet mal. Wir machen das ganz anders. Wir setzen den so hin. Ist zu uneben. Was ist denn... Ach so, da hinten das Stück. Setzen uns den so hin. Da kann der hier schon mal schreddern und den anderen setzen wir verdreht hin und der nimmt von der anderen Seite das Zeug auf. Würde funktionieren. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir da Strom hochbekommen. Geht das nicht auch mit diesen... Ah, die gingen, glaube ich, nur an die Wand. So dran geht nicht. Das ist doof. Müssen wir uns das mit, ja, das mit dem Strom müssen wir eh nachträglich machen, weil wir es jetzt noch nicht ordentlich geplant kriegen hier unten. Dann machen wir das wie folgt. Ja, haben wir hier irgendwo einen Strom schon stehen? Wir müssen uns doch nur mal eine blöde Leitung hier hochziehen. Wie gesagt, das müssen wir dann später nochmal anders anschließen. Erstmal, dass es überhaupt läuft. So, das heißt, der Überschuss läuft ab. Es würde aber auch wiederum bedeuten, später kommt dann da MK4 und hier MK4 und MK5, MK5, MK6, MK6. Weil ihr seht ja, das stockt jetzt ganz gut, weil halt die Bänder randvoll sind. MK3 hat ja auch 270 Dinger gehen da drauf. Und die hauen wir uns gerade schon voll. Ja, da müssen wir bald gucken, dass wir auf MK4 kommen. Da brauchen wir Gummi. Ja, wir brauchen Gummi. Müssten wir mit der Gummiproduktion anfangen. Na gut. So, also Schredder läuft. Das heißt, da hinten die Schredder können wir jetzt alle abbauen. Und dann können wir auch den letzten, das letzte Stück noch anschließen. Und dann würde das hier schon mal sauber laufen. Wobei es nicht hundertprozentig sauber läuft. Da vorne ist auch schon wieder einer gelb. Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber ich glaube, das ist gerade beim Server. Der muss nochmal neu gestartet werden. Dass da gerade so ein paar kleine Hänger sind. So, das heißt. Überschuss war der da, ne? Überschuss haben wir keinen mehr. Der kommt weg. Überschuss kommt weg. Das heißt, der kann auch weg. Zack. Dann kann der weg. Und der weg. Und der weg. Und dann setzen wir uns den einfach so dran. Und dann läuft das ganz normal weiter. Das verstehe ich nicht. Die bleiben immer mal kurz hängen. Und dann geht's weiter. Verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut, soll uns jetzt nicht stören. Kann echt am Server liegen, ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Guck mal, was hier noch läuft, ey. Alles voll, das ist gut, das ist sehr gut. So, das heißt, der Überschuss kann weg. Der weg, der weg. Wir den mal wegmachen. Und dementsprechend... Genau, der kann weg. Richtig. Weil hier läuft's ab. Ja. Wobei. Da das hier jetzt noch nicht so sauber läuft, bin ich gerade am überlegen, ob wir uns hier noch einen Splitter hinsetzen und vielleicht hier auch nochmal einen Splitter und lassen den Überschuss einfach hier nochmal mit drauf laufen. Das heißt einmal hier und einmal hier. Ja, das geht jetzt drüber. Ist vielleicht nicht ganz so schön gelöst, aber
Haben wir hier den Überschuss, beliebig Eisenplatte. Dann läuft halt mehr ins Lager durch. Das werden wir einfach so lösen, das ganze Problem. Überall so ein paar Überschussdinger hingeklatscht. Und dann, ja, das sieht jetzt nicht schön aus. Aber ja, wir lassen es jetzt erstmal so. Damit die alle mal sauber grün durchlaufen. Weil wir müssen es schaffen. Klar, wir haben jetzt auch die ganzen anderen Produktionen, die noch nicht abgestimmt sind. Aber optimal wäre es, wenn der Stromverbrauch eine ganz gerade Linie wäre. Und das müssen wir irgendwie irgendwann auch noch irgendwo hinkriegen. Und das können wir uns am besten lösen halt mit so Überschussdingern. Dann sollte das kein Problem mehr sein. So, das heißt, das ganze Gepämsel kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann weg. Und der kann auch weg, weil das läuft jetzt so durch. So, und das war das andere Überschussgedingens hier. Das kann komplett weg. Weil Überschuss haben wir jetzt am Hauptlager. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt können wir den hier noch wegmachen. Warte mal, da geht's rein. Das ist der Überschuss. Zack, weg. 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 Und weg. Ja, die werden gleich umverlegt. Das heißt, der kann auch eigentlich weg. So, der kann auch weg. So, dann fließt das, zack, da raus in den Container und läuft ins Hauptlager. Das sieht gut aus. Warum passiert hier nichts? Ach so, ja, nee, warum passiert hier nichts? Egal. Der ist gelb. Warum ist der gelb? Was fehlt da? Eisenstangen. Ich dachte, wir haben mit den Eisenstangen irgendwas uns verrechnet, aber irgendwie ist es wohl zu wenig sogar. Vielleicht sollten wir uns einfach hier auf die Leitung nochmal ein bisschen was mehr drauf werfen. Na gut, wenn der jetzt erstmal blockiert ist, müsste hier mehr durchlaufen. Ich glaube, ich sehe auch, wo der Fehler ist. Wir haben auf dem Band zu viel liegen und hier dafür zu wenig. Was wir höchstens machen könnten. Aber das läuft nicht sauber durch. Ich verstehe auch nicht, warum. Auch hier hinten, der läuft nicht sauber durch. Der ist voll. Das ist alles hier irgendwie gebremst. Es bremst erstmal vor den ganzen Gedöns hier. Das ist halt ein Fehler, den ich nicht verstehe, weil normalerweise fließt das ganz gerade durch und wird nicht hier gestoppt und wartet eine Sekunde, bis es abfließt. Also das verstehe ich manchmal nicht. Na komm, wir lassen es jetzt erstmal, bevor wir hier stundenlang rumprobieren. Das werden wir noch optimieren, das kriegen wir noch hin. Beziehungsweise ich könnte hier hinten einfach mal die 200 rausnehmen, dass der mal ordentlich fließen kann. So, die sind grün. Die sind jetzt auch alle grün. Ja. Ich glaube, jetzt ist alles grün. Ja, und hier verstehe ich halt nicht. Guck, der hier steht. Der läuft nicht durch. Warum auch immer. Könnten den nochmal kurz, zack, neu dran setzen. Jetzt läuft's wieder, oder?
Sieht besser aus, ne? Er blockiert da vorne kurz. Komisch, aber gut. Sollte jetzt nicht so weit das Problem sein. Gerade läuft mal alles grün. Ist auch gut so. Das heißt, dann hat sich hier jetzt erstmal so weit eingependelt. Okay. Weil man sollte erstmal gucken, dass die Fabriken wirklich dann auch passen. Ach, wir haben da vergessen, den Anschluss oben zu machen. Da müssen wir ja jetzt noch einen setzen. Und den schließen wir ans Hauptlager an. Das war hier der, genau. Einmal den Durchfluss. Machen wir hier hin. Auch gleich MK3. Immer gleich die größte Stufe. Warum nicht? Hier wird nicht gegeizt. So, und das steckt jetzt in der Erde drin. 100 Pro. Ich sehe es noch kommen. Es geht. Es geht. Naja, so halbwegs. Steckt, wenn ich es dran mache, dran. Nee, es geht. Okay. Sehr geil. So. Einmal da runter. Eisenstangen nehmen wir alle mal mit. Sehr geil. Komm nochmal hier rein. So. Das sollte jetzt funktionieren. Ah, da kommen sie jetzt. Okay. Da kommen sie jetzt an. Hat ein bisschen gedauert. Ja, da laufen sie. Das heißt, stellen wir auch gleich ein. Zack, das ist der da hinten. Rupp. Haben wir hier Eisen. Stange. Und links den Überschuss. Sehr schön. Dann kann das auch erstmal laufen. So, dann machen wir da unten mal die Wand zu. Ja, komm. Geht mal da vom Band. Vom Band mal runter. Ja, hier ist überall Band. Machen wir uns die Wand zu, dann sieht das nämlich auch schon mal ein bisschen besser aus. Und da von der Richtung nichts mehr kommen wird, können wir auch den hier gleich dicht machen. So. Mal gucken, vielleicht machen wir das doch Beton. Dann sieht es. Ja, ich glaube, an der Brücke sieht es mit Beton besser aus. Müssten wir mal uns anschauen. Aber ich glaube, an der Brücke ist das besser. Ja. Das ist irgendwann alles hier schwarz oder so. Ja gut, farblich werden wir ja eh im Nachhinein anpassen. Erstmal bauen und dann gucken, dass das alles auch farblich ordentlich passt und abgestimmt ist. So. Aber ich glaube, so ist schon mal besser. Da oben muss noch ein halber drauf, da müsst, also eine ganze halbe Reihe, nee, nicht ganz, und da kommen dann, ja, wird passend zur Brücke dann angeschlossen. Ja, sieht aber schon ganz gut aus. Ist doch nur ein halber, ne? Machen wir mal kurz auf Beton, 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 Beton. Da ist ein halber. Zack. Setzen wir hier ran, den dahin und das ist hier, das müsste eine 2 Meter sein, ne? So, dann ist das auch schon mal schön eingepackt hier. Ja, es ist halt ein bisschen blöd, dass es in die Erde geht. Aber dann, sonst hätte man das einfach so rausgehen lassen, aber ich glaube mit den Dingern da dran sieht das schon ein bisschen besser aus. So. Dann bin ich sogar am Überlegen, ob man hier vorne das Eck so weit offen lässt. Dann hat man halt hier so eine Ecke, aber da kann man irgendwas dekomäßig reinstellen. Mal schauen.
Es gibt ja auch, da kommt eine Zweier hin. So ein paar Spielereien, die man da reinpuppeln könnte. So, dann die zwei. Und der lackieren wir um. Ja, komm, den machen wir auch mal. Da nochmal ein Vierer drauf. Müsste ja ein Vierer sein, ne? So, und dann lässt mir die Ecke offen und dann könnt mir hier eine Statue reinstellen. Oder, oh, ich weiß, was wir da reinstellen. Dann mache ich den vorne weg, weil den werden wir nie wieder fahren. Als Deko-Objekt. Den werden wir nie wieder fahren, das weiß ich jetzt schon. So, da müsste man aber rein theoretisch. Wenn ich die Wand wegmache. Haben wir so einen blöden Spalt. Aber da könnte man doch eigentlich. Jetzt wird rumprobiert. Jetzt wird rumprobiert. Ich würde den gerne. Zack. Zack. So Dinge könnte man so lösen. Dann wäre das nämlich auch kein Problem mehr. So, und die Außenwand hatte mir ja gesagt, machen wir also die. Machen wir so. Warum ist denn da ein Loch in der Wand? Komisch. Ich glaube, den können wir noch mal ein Stückchen weiter nach hinten setzen. Dann haben wir unser Deko-Objekt hier stehen. Den kann man da eh nicht rausfahren. Ja, mal gucken, vielleicht stellen wir uns auch eine Statue hier rein. Vielleicht noch eine Lampe hier da hinten ran. Na, da oben sehe ich gerade, da fehlt ja noch. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Da kommt noch ein 1-Meter-Rampe. 1-Meter-Rampe. Ja, gleich hier die Fehler mitbeheben, damit es gleich ordentlich wird. Und dann kann man mal gucken. Müsste doch gehen. Der ist doch zu hoch. Niedrige Barriere. Der ist halt das Geile. Die kann man schön drehen. Müssen wir mal gucken. Ah, und schon haben wir die blöde Ecke auch gelöst. Geil. Wie gesagt, das Ding können wir uns noch beleuchten. Vielleicht doch nochmal anders gedreht. Das ist jetzt wurscht, das kriegen wir noch. So, und dann hat man hier. Na, warte, da muss Beton hin. Da muss Beton hin. So, und dann macht man vielleicht diese Einfassungen auch hier entlang oder so, nicht, dass man hier mal runterfährt. Beziehungsweise man weiß ja nicht, ob wir irgendwann noch Verkehr haben. Sprich, ob ich irgendwelche Transporter hier fahren lasse. Die fahren ganz gerne mal so eine Kante runter. Und da wäre es vielleicht sinnvoll, dass man sich da rechts und links Barrieren hinsetzt. Da kann ja sein, dass die mir irgendein Material von da hinten hierher fahren müssen. Und da müssen wir uns auch nochmal was überlegen, wie wir hier drinnen eine coole Entladestation bauen können. Na, hier lassen wir wahrscheinlich die Straße enden. Aber gut, lassen wir erstmal so. Ja, gute Frage. Eine Entladestation. Könnten wir vielleicht hier hinten irgendwie mit reinbauen. So, dass die hier reinfahren oder von da vorne reinfahren, je nachdem, wo Material ist. Und ja, dann müssten sie hier den Gang, den Hauptgang fahren. Zack. Und genau, hier haben wir dann die Einfahrt. Was
nochmal Lager von hinten beliefert. Wäre so ein Gedankengang. Können wir mal gucken. Müsste machbar sein. Ist nur die Frage, wie machen wir das? Ich mache das erstmal hier so. Und so. Genau. Und hier machen wir jetzt einfach mal eine schräge runter. Später machen wir uns noch eine Treppe oder irgendwas. Aber erstmal, dass es funktioniert. Ja, das ist prima. Rampe 1 Meter, die ist mir zu lang. Vielleicht doch gleich eine Treppe bauen. Ich weiß nur mit den Treppen, das war auch nicht so easy. Ich frage mich nur gerade, wo die Treppen waren. Es gab doch auch mal so Ecktreppen, oder gibt es die nicht mehr? Weil mit denen gab es Probleme, das weiß ich noch. Gehwegrampe. Laufstegtreppe. Laufstegtreppe. Ja, die müsste dann schon. Vielleicht eins weg. Ach so, das geht nicht. Ja, weil es wieder auf so ein blödes Halbes sitzt. Ja, komm. Und dann kommt mir wenigstens erstmal da hoch. So, hier setzen wir nochmal eine Reihe dran. Ja, hier können wir überhaupt nochmal Reihen dran. Dann können bald die nächsten Produktionen angefangen werden. So. Aber das läuft schon mal ganz gut. Und ihr seht jetzt, jetzt ist das Band leer. Jetzt ist einmal alles weggelaufen. Und jetzt kommt das alles ein bisschen verteilter an. Klar, das ist noch voll, weil da läuft jetzt der Container erstmal voll. Aber da kam wieder mal eine Eisenplatte, wieder mal eine intelligente Beschichtung. Das ist so, wie man es braucht oder wie man es nicht braucht, läuft das jetzt durch. Ja, geil. Dann funktioniert das ja auch schon mal. Und mit den Punkten funktioniert auch schon mal. Ja, das mit den Punkten zieht sich jetzt mittlerweile ein bisschen. Weil die laufen ja rund um die Uhr. Und wir haben ja schon einige Coupons. Wirklich einiges. Ah, das ist schon ganz gut. Gefällt mir. So, das heißt, wir müssten uns bald mal dran machen und sich überlegen, vielleicht doch den Hub hier mal einzubauen. Dass wir auch dort unsere Bauhöhe dann haben. Das ganze Blätterkram mal weg und das ganze Tierische wieder weg. Und warte mal, irgendwo hatte man auch Bären und so ein Zeug. Ja gut, die kann man beim Grünzeug mit reinschmeißen. Ist ja jetzt erstmal wurscht. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Das muss dann richtig schön beleuchtet werden. Da kommen dann hier oben. Da müssen wir auch mal gucken. Das muss alles mal... Da das Decken, Flutlicht, Straßenbeleuchtung, Deckenlicht. Das kann man dann, bin ich gerade am überlegen, vielleicht ist so gedreht und im Mittel genau mittig. So, und das dann könnte man rein theoretisch komplett durchgehen lassen. Oder man setzt die so. Ja, da werden wir uns noch was überlegen. Oder vielleicht noch mehr Abstand, dass hier der nächste wäre und dann da der nächste. Kriegen wir hin. Nur der Tunnel wird halt richtig dunkel, weil auf die Seite kommt ja dann auch das ganze Gedöns. Und das nimmt uns hier jede Menge Licht. Aber ich denke mal, das sieht dann ganz cool aus, weil müssen wir uns nur mal für eine Farbe entscheiden, die wir für die Hauptbase nehmen. Wir können dann zum Beispiel tricksen, waren das die Vierer? Ja, mit den 4 Metern. Weil die kann man so ein bisschen in den Boden reinkippen. Also nicht.
Deswegen lieber mit so dunklen Geschichten arbeiten. Dann kann ich euch das mal zeigen. Dann könnte man nämlich herkommen. Icon. Keins. Text auch keinen. Und die Farbe. Jetzt machen wir mal zum Beispiel. Machen wir die Farbe mal blau. Und ganz, ganz, ganz dunkel. Das Orange machen wir schwarz. Farbe auswählen. Dann Ausstrahlung Stärke 2 und glänzend. Könnte vielleicht noch ein Ticken dunkler. So sieht es nämlich ein bisschen krasser aus. Machen wir mal Einstellungen kopieren. Einstellungen einfügen. Einstellungen einfügen und einfügen. Na, obwohl blau sieht ja schon ganz geil aus. So, das würde bedeuten, man hätte hier rechts und links, könnte man untenrum so einen Streifen machen und eventuell können wir dann auch sagen, wir machen hier auf der Höhe auch nochmal den Streifen entlang. Dann vielleicht auch nochmal in blau. Müssen wir mal gucken. Zack. Ist nur die Frage, und das gibt nämlich jetzt das Problem. Hier muss ja noch ein Schild hin. Ah, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Weil da kommen überall Schilder hin mit den Artikeln drauf. Ja, müssen wir mal gucken, oder? Man macht blau oder vielleicht so neongrün oder neongelb. Aber selbst wenn die Wände schwarz sind, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Wie würde das denn aussehen, wenn die Wände hier mit dem gemacht sind? Ich weiß nicht. Das Geile ist halt, mit dem Schwarzen ist es halt wirklich eine dunkle Röhre dann. Es ist richtig dunkel, man kann hier schön mit Lichtern und Bildchen und was weiß ich arbeiten. Ach komm, da kriegen wir irgendwas hin. Aber ansonsten sieht das Ganze doch so schon ganz cool aus. Hier haben wir jetzt auch eine ordentliche Lösung gefunden. Die wird natürlich noch höher gezogen, also zumindest noch einen. Dann kann man auch hier die Wand zack dran setzen. Dann ist das nämlich auch gut gelöst. Dann der Überschuss läuft. Dann kann man hier noch die Wände draufsetzen. Mal gucken, vielleicht die weiteren Reihen. Mal stellenweise mal ein Fenster mit rein oder so irgendwie. Und dann muss man sich mal eine Farbe überlegen, weil ich will hier keinen schwarzen Kasten hinsetzen. Jetzt ist es erstmal voreingestellt. Aber da werden wir farblich irgendwas machen, was vielleicht ganz cool aussieht. Man kann auch Akzente reinbringen, indem man dann hier die noch mit verbaut. Und dann kann man, das weiß ich, rein theoretisch komplett schwarz machen. Und lässt zum Beispiel, beispielsweise hier jetzt in Gold. Das war jetzt auf Beton, ist es ein bisschen blöd. Wie kann ich euch das mal schön zeigen? Jetzt angenommen, wir haben hier unseren Rand. Und da könnt ihr, was weiß ich, so ein Tüpfelchen hier dann golden machen oder pink oder blau oder was auch immer. Hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ah, der ist natürlich wieder schwarz. Kupfer? Ja. Carbon? Ja, das erkennt man nicht. Chrom? Hey, das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Alter, werden wir uns aber auch noch was überlegen. Das ist jetzt so... Das ist jetzt erstmal so. So, da oben kommt auch noch ein Schild drüber mit Einfahrt oder irgendwas. Mal gucken. Und dann hätten wir schon mal einen Anfang von unserem Lagerbereich. Ist doch schon mal ganz geil. Die Treppe wird nochmal umverlegt. Die würde ich vielleicht irgendwo auch da hinten integrieren.
Aber da müssen wir erstmal gucken, wenn wir weitere Produkte haben, was jetzt auch bald wieder weitergeht. Ja, Beton müssen wir uns auch mal hierher schaffen. Da ist sogar die Überlegung, ich hatte hier auf dem Weg irgendwo Beton gesehen. Vielleicht kann man das vor Ort produzieren und einfach reinlaufen lassen. Weil Beton brauchen wir immer. Können wir doch gerade mal kurz gucken. Müsste was in der Nähe sein. 100 Pro. Bing. Oh shit. Ding, da. 300 Meter, 400 Meter, 600 Meter. Vielleicht den da hinten ankratzen. Den hier runterziehen. Hier unten durchgehen lassen. Ja, oder hier reingehen lassen für die Containerseite. Ist vielleicht auch nicht schlecht, weil Beton ist eins der Hauptmaterialien. Das heißt, wenn ich reinkomme, habe ich zumindest die Eisenplatten und vielleicht den Beton direkt am Eingang. Und muss nicht bis nach hinten durch. Aber gut, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ihr kennt ja das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat, seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Lasst auch gerne mal echt Kommentare da mit bezüglich Farbe oder sonst was. Mal gucken, da kann man auch noch was machen. Jetzt laufen die schon da oben rum. Wie hat denn der das geschafft? Oh Mann. Ja gut, also bis denn und tschüss.